Heute zeige ich euch eine Gaming-Maus. Das hier ist also die Redim GM200B Gaming-Maus und... Ach nee, Moment. Das kann ich ja rausschneiden. Das hier ist also die Redim GM200 Gaming-Maus. Genauer gesagt die Redim GM200B. Es gibt noch eine A-Variante. Und die will ich euch heute mal etwas genauer vorstellen. Und die hat... Tja, ein Kabel, wie man sieht. Und genau da fangen wir auch mal an. Wir haben hier natürlich so einen ganz normalen USB-Anschluss. Und der ist vergoldet. Tja, ob das so wirklich viel besser leitet, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sieht das Ganze schön aus. Wir haben hier auch noch einen Interferenzschutz mit eingebaut. Das ist das kleine, dicke Knubbelteilchen hier. Und dann ja so etwa 1,50 Meter an Kabel. Das ist ja ummantelt, Nylon ummantelt, würde ich mal sagen, in Rot und in Schwarz. Sieht sehr schön aus, fühlt sich gut an und macht einen robusten Eindruck. Und das Kabel endet dann natürlich hier in der eigentlichen Gaming-Maus. Und die hat ein sehr schönes optisches Feature. Das zeige ich euch mal. Dafür muss ich das Teil eben mal schnell einstöpseln. Denn jetzt kann man sehen, dass die Gaming-Maus auch eine LED-Beleuchtung hat und die auch in verschiedenen Farben. Zeige ich euch gleich und da steckt auch noch ein Grund dahinter. Also ganz hier vorne sehen wir einmal das Logo, so einen kleinen Teufel. Dann haben wir hier an der Seite noch einen kleinen LED-Streifen, wo man das durchsieht. Hier auf dem Scrollwheel kann man auch schön die Beleuchtung durchsehen. Und ja, das war's. Mehr sieht man hier nicht. Und wie gesagt, ich kann hier die Beleuchtung auch ändern. Ich habe sie gerade auf Rot. Wir können sie auf Grün machen, auf Gelb, auf Violett und auf Blau. Und diese Färbungen haben nun folgenden Hintergrund. Ihr könnt hier die DPI einstellen. Und jede DPI wird hier durch eine andere LED-Färbung dann repräsentiert. Wir fangen mal bei der niedrigsten an. Das ist die blaue, da haben wir 1100. Dann kommen wir zur roten mit 1600. Dann zur grünen mit 2000 DPI, zur gelben mit 3000 DPI. Und end of the line ist dann violett mit 4000 DPI. Und wenn die Beleuchtung stört, man kann die auch einfach ausschalten. Hier mit dem kleinen Button direkt unter dem DPI-Schalter, dann wird hier gar nichts mehr beleuchtet. Aber ich finde die sehr schön und habe die immer angelassen beim Spielen. Und beim Spielen kann man das Teil echt gut verwenden. Ihr habt hier insgesamt 7 Tasten dran, die auch programmierbar sind. Natürlich einmal linke und rechte Maustaste, dann das Scrollwheel zum Scrollen oder auch zum Drücken natürlich. Fungiert auch als Taste. Dann einmal der DPI-Schalter und zum Licht ausschalten. Und auf der linken Seite haben wir nochmal einen Vor- und Zurück-Button, beziehungsweise zwei Vor- und Zurück-Button. Mit denen kann man auch schön im Browser zum Beispiel Seiten vor- und wieder zurückspringen oder man kann die auch zum Gamen dann frei programmieren. Also soweit schon mal echt schön. Auf der Unterseite sehen wir dann natürlich den optischen Sensor. Das hier ist eine Metallplatte, die hier drunter steckt und diese Gleitoberfläche. Und ja, die gleitet wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also die gleitet sehr sanft über die Oberfläche und damit lässt sich gut spielen. Da hakelt nichts, da hängt nichts. Und ich finde, die Maus, die ist auch sehr komfortabel. Zumindest bei mir hat die sich wirklich sehr schön hier an meine Handfläche angepasst und hat die auch gut unterstützt, sodass ich auch längere Gaming-Sessions hier gut überstehen konnte, ohne irgendwie einen Krampf zu bekommen. Das hat mir hier also sehr gut gefallen an der Maus. Was die Klickbarkeit angeht, ihr könnt es hier schon hören. Die hat einen schönen Klick. Und das fühlt sich auch sehr angenehm an. Man spürt genau, wo der Druckpunkt ist. Alles gut. Und bis zu 20 Millionen Mal kann man hier geprüft von Redim klicken. So steht es in der Beschreibung. Habe ich jetzt nicht ganz ausprobiert, aber so ein paar tausend Mal habe ich schon mal drauf gedrückt. Funktioniert alles noch sehr gut. Also, das ist eine sehr schöne Gaming-Maus. Ich habe die beim Spielen ausprobiert. Habe da null dran auszusetzen. Nada, nichts, gar nichts. Hat mir ausgesprochen gut gefallen, das Teil. Das Einzige, woran ich mich erstmal wieder gewöhnen musste, war hier das Kabel. Denn ich bin das echt gewohnt schon, hier diese kabellosen Mäuse zu benutzen. Aber beim Spielen, wo es um Millisekunden gehen kann, gerade beim Online-Play, da macht das natürlich Sinn, das Ganze noch über ein Kabel zu machen. Und ja, das war aber mein einzigster Gewöhnungspunkt. Als ich das wieder drin hatte, hat das hier alles super funktioniert. Und ich kann euch die Gaming-Maus hier getrost empfehlen. Wer noch eine sucht, das hier ist ein sehr schönes Teil. Auch die Oberfläche fühlt sich gut an. Das fühlt sich so matt, ja, ich weiß nicht, so samtig matt gummiert, irgendwie sowas. Ich kann es nicht genau beschreiben an. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Hinterlässt auch keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche. Also ich bin rundum zufrieden. Eine schöne, schöne Gaming-Maus, die man hier für relativ wenig Geld bekommt. Also Leute, wer noch sowas sucht, den Link findet ihr wie immer hier unten in meiner Videobeschreibung. Und ich sage dann schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Miapocat. Macht's gut!
und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.